Hey Internet und ihr, wir sind zurück im Geheimzimmer. Seine Opiumhöhle zu verbergen. Opium? Was ist hier los? Sieh dich mal um. Verdammter Vogel. Oh, hier kommt man rauf. Verdammt nochmal. Dieser blödsinnige, blöde Vogel. Dieser. Seid ihr das, Eastwick? Dieser blöde, blödsinnige, blöde, blöde Vogel. Da war nichts. Ich muss müde sein. Toll, hier sind Scherben. Die bringen mir kein Glück. Nein, 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 nein. Auf ein See runter. No. Okay, ich komme schon mal bis hierher. Die Frage ist, habe ich genügend Zeit, wenn das Licht aus ist? Dieser verdammte Verräter sollte... Das Feuer ist einfach... Wie ist das passiert? Ist doch egal, mach es einfach wieder an. Hä? Da drüben, wer war das? Hey. Komm schon. Haha, es ging. Es hat funktioniert, Halleluja. Halleluja, aber zu langsam. Schwupp, schwupp, war im Geheimraum. Und jetzt rätseln sie noch immer. Muss ich überhaupt drauf? Ich hoffe. Hätte ich den anderen Weg unten gehen können und dann mit dem Lift hier einfach normal rauf? Wer weiß das schon. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Oh, hi. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Durchsuche das Studierzimmer. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest habt ihr euch seinen Wachen zu stellen. Okay, als erstes gehen wir hier rauf wohl, ha? Huh? Up and away. Aber Hauptsache ein lautes Um ja keinen Verdacht zu schöpfen, oder? Was ist das? Ich will zuerst hier. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Ah, das ist der schreit hier rum, den ich vorhin. What the mother? Ach, hier könnte ich ihn los. Gedönsen. Habe ich noch. Ich habe überhaupt keine Pfeile mehr. Das war. Super duper schlau. Wer braucht auch Pfeile? Ich brauche keine. Meister Eastwick, öffne die Tür! Shut up! Ich muss hier fühlen. Da brauche ich keine Ablenkung, okay? Holy Macaroni! Liegt der Kerl da drin Patience oder was? Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Löse. Oh no, nicht Rätsel lösen. Ich habe keine Zeit für Rätsel. Schön, dass du den Schlüssel einfach an dir, oder? Die Leiter möchtest du jetzt nicht wieder runtergehen, oder? Doch. Vielleicht funktioniert es auch mit einem normalen Pfeil, das abzuschießen. Also nicht normalen Pfeil, aber... Maybe? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. Wir brauchen keinen Schildmann, macht bloß keinen Quatsch. Alright, was haben wir hier? Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert.
Ich muss wohl damit spielen. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Hier gibt's nicht viele andere Möglichkeiten. Legt der Kerl da drin Patiencen oder was? Das ist zwecklos. Ohne Schildmann, der die Tür einschlägt, stehen wir hier morgen noch. What the mother? Stiehl die Pläne und entkomme. Eastwick, Diener des Löwen, auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Keine Bewegung, denkt nicht! Der Architekt, ermordet! Auf frischer Tat ertappt, tötet ihn! What? What? Ich wusste nicht. Es tut mir leid, ich habe nicht gemerkt, dass die Sequenz vorbei ist. Good, good, good. Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt, ermordet! Auf frischer Tat ertappt, tötet ihn! Hi, Jungs! Ich wünschte, so könnte ich immer springen. Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll ist, wo ich hin muss, aber... Ich laufe einfach nur. Au. Mal sehen. Diese Öffnung am Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Oh yeah, das ist doch genau meins, Baby. Begib dich zum Bergfried. Und alles wieder zurück. Kommando zurück, oder was? Hop, 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 hop. Alright, hier runter oder? Doch hier, oder? Hier sieht doch gut aus. Elegant hier durch. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ba-ba-da-ba-no.
Und Sequenz, Baby. Okay, du hast noch immer das Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen. Okay. Zwischen dem Baron der Schwermut und dem Hungertod gibt es keine Wahl. Naja. Es gibt auch noch den Zong. Hinter der falschen Tür. So ist es nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir können laufen, oder? Die sind alle benommen. Ja, finde ich klasse, dass der Weg frei ist. Upsi! Oh, war es einfach durch, oder? Hat sich was mit einfach durch. Doch, einfach durch. No, 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 no. Okay. Gehört ja, das zur Sequenz. Das ist eine wunderbar. Blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Ich fürchte, du hast einen schlechten Einfluss auf mich, besser. Es geht schon, es geht schon. Wenn ich hier irgendwas sehen würde, vorausgesetzt, wäre das natürlich noch besser. Okay, 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 das ist... What? Ich wollte doch hier durch jetzt. Was? Es ging doch nach rechts und ich wollte hier durch. Where's the problem? Freund. Wow, okay, ich war zu langsam. In den Türen ist kein Wasser und ich kann den Dampf nicht ablassen. Trotzdem, Eingang ist Eingang. Geh und frag Orkreis, dass er irgendeinen Keller hat. Noch schnell die Schubladen durchsuchen. Völlig unnötig. Nicht gut aus. Ja, genau, dafür habe ich jetzt die Zeit. Genau, dafür habe ich jetzt die Zeit. Überhaupt keine Zeit dafür. Okay, für Blinky Blinky muss Zeit sein. Besonders für Nahrung. Ein schönes Stück. Aufzug, also nach rauf. Aufzug. Hauptsache, der funktioniert in all dem Mist noch. Auf. Eine kleine Schublade so nebenbei, das war wohl nichts.
Aber ich habe eine Liste, mein Freund. Am Montagabend kam ich heim, es war schon ziemlich spät. Der Steintreten. Komm. Das ging jetzt flott, du hast mich erschreckt. Wo ist die Goldschatzkistenbergtruhe? Danke, Garrett. Ich bin da drin ein bisschen durchgedreht, so ganz allein. Wollte sogar Jennifer bei mir haben. Oh, ekelhafter Mistkerl. Ich dachte immer, wenn sie Anna tötet, dann wäre das ich. Was hast du vor? Oh, halt, 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 halt. Du denkst doch nicht an die Geschichten über den legendären Tresor, oder? Hör zu, Garrett. Niemand zahlt dafür, dass du dabei den Hals riskierst. Es geht nicht um Bezahlung. Ich bin eben nicht. Garrett. Falls du es überlebst, ich meine, wenn du es überlebt hast. Ich bin im Sirenennest im Südviertel. Finde den großen Tresor, das finde ich mal eine Aufgabe, die absolut sexy finde. Noch weiter nach oben. Ja, wo habe ich so viel Platz zum Einstecken? Das ist die Frage. Wer soll wem helfen? Was ist hier los? Oh. Stunden später. Was zum Henker? Das Puppen? Das versteht der Baron unter Ordnung und Effizienz. Würde er diese Stadt wirklich verstehen, wüsste er, dass das nie funktioniert. Robots. I Rob. Okay. Führ mich zum Shutter. Führ mich. Hallo? Für mich. Hallo? Nein. Ist ja offen, meine. Holy, das war knapp. Okay. Das sieht doch schon mal nach was aus. Nach jeder Menge Dreck. Chaos. Komm ich von hier? Ja. Alles klar, easy. Papi. Popo. Alright, so weit, so gut. Ich bin bereit for the money. Eine ganz schlechte Idee. Das ist eine super Idee. Ich habe keine Ahnung, wie ich das transportieren soll. Ich brauche größere Dietriche. Das kannst du ja wohl laut sagen. Setze den Schließmechanismus zurück. Warum schleiche ich hier rum? Ich denke, das ist nicht notwendig.
Ah, oh, was haben wir hier? Oh, Halleluja, Pfeile. Das würde ich's brauchen, oder? Könntest du hier unten durchgehen? Dankeschön. Das klingt nicht gut, das gebe ich zu. Setze den Schließmuskelmechanismus zurück. Halt, hier ist ein Schalter. Um das Schloss zurückzusetzen, muss ich rechtzeitig beide Knöpfe drücken. Beide? Na, dann ist ja alles klar. Oh, yes! Muss ich den Code irgendwo notiert haben. Das stimmt. Das ist ab 301198, mein Freund. Könntest du... Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann gibt's Demonetos. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.